Es ist wieder ein bisschen mehr Leben in den Börsensaal zurückgekehrt, aber so richtig hoch sind die Umsätze noch nicht. Der DAX notiert bei 7.170 Punkten mit 5 Pünktchen oder 0,1% im Minus. Die Derivateanleger hier an der EUWAX, die setzen allerdings mit Call-Optionsscheinen und Long-Zertifikaten auf steigende Kurse des DAX im Tagesverlauf. Die Deutsche Bank-Aktie ist stärkster Verlierer aktuell, mit einem Abschlag von 2,2% auf 40,99 Euro. Die Bank möchte sich auf der Hauptversammlung genehmigen lassen, mehrere Milliarden einzusammeln, um dann frühzeitig im Jahr 2013 gerüstet zu sein für die Bestimmungen im Zuge von Basel III. Die Commerzbank-Aktie hingegen, die legt um 2,3% zu auf 5,72 Euro. Hier freuen sich die Börsianer offensichtlich, dass die staatlichen Hilfen bald möglichst zum Großteil zurückgezahlt werden sollen. Die Derivateanleger konzentrieren sich allerdings im Bankensektor auf die Deutsche Bank, kaufen hier Call-Optionsscheine. ThyssenKrupp ist hochgestuft worden von den Analysten der HSBC. Die Aktie profitiert mit 1,6% im Plus bei 29,86 Euro. Derivateanleger der EUWAX halten Call-Optionsscheine im Depot. Da kommen wir noch mal zu den Rohstoffen. Hier gab es ja gestern einen Allzeithoch beim Gold. Und in der Nähe hält sich der Preis immer noch auf 1457 US-Dollar aktuell für eine Feinunze. Auch Silber zieht mit 39,40 Dollar. 31 Jahreshoch ist das hier. Hier sind Anleger drin in Long-Zertifikaten und auch in endlos laufenden Quanto-Zertifikaten. Interessant wird es auch übrigens beim Euro, der jetzt bei der Marke von 1,43 liegt. Und das ist das Zwischenhoch aus dem November gewesen. Wenn wir dies knacken, dann könnte der Weg frei sein Richtung 1,50. Und darauf spekulieren viele hier.